Ja, moin zusammen. Ich will mich kurz vorstellen. Dirk ist mein Name, Dirk Erhard, manchmal als Paul bekannt, und wir reden jetzt über das Thema der Wundheilung. Wir hatten ja in den anderen Vorträgen schon was über Bindegewebe gehört und Muskelphysiologie, und das müssen wir zusammenführen im Bereich der Wundheilung. Das heißt, wann kann ich wen wie belasten? Das ist eine wichtige Frage. Wenn man so Übungen zeigt in den Kursen, so Trampolinsprünge einbeinig mit Bleiweste, kommt oft immer die Frage, ab wann machst du das denn? Und dann kann ich ehrlicherweise immer nur sagen, das weiß ich nicht. Ich kann dir nicht sagen, ab wann du das machst, weil es hängt ja auch vom Patienten ab. Letztendlich geht es mit einem Leistungssportler, mit einem Skifahrer deutlich schneller als mit irgendeinem Nichtsportler, der nach vorne gewachsen ist. Und es ist gar nicht die entscheidende Frage, ab wann mache ich das? Die entscheidendere Frage ist vielmehr, bis wann muss er das können? Und da hatten wir schon das Thema Bindegewebe, wo wir sagten, ja letztendlich bis zur sechsten Woche. Nicht ab der sechsten Woche, sondern bis zur sechsten Woche. Nur jetzt muss man eben gucken, ich brauche ja einen Kompass in der Therapie. Ich brauche irgendjemanden, der mir sagt, wann kann ich wen wie belasten. Und dieser Kompass ist letztendlich nicht das Nachbehandlungskonzept vom Arzt. Ihr kennt ja auch diese Zettel, wo drauf steht, 7. bis 12. Tag sollen wir die und die Übung machen, 12. bis 28. Tag, das sind Kochrezepte. Und ich sage auch in den Kursen immer, wer immer nur nach Rezept kocht, wird ja nie einen kulinarischen Orgasmus erleben. Und deswegen, der Einzige, der es entscheidet, ist der Patient. Der Patient entscheidet, wann ich wen wie belaste. Und das ist letztendlich die Wundheilung.